Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, ich freue mich sehr, dass ich wenigstens heute Zeit habe, um Sie zu begrüßen am Ende des Kurses. Es ist das erste Mal, dass ich die Eröffnung des Kurses nicht selbst gemacht habe und mich durch den Vizepräsidenten habe vertreten lassen. Insgesamt habe ich als Nicht-Kursteilnehmer, nach dem, was ich so gehört habe, den Eindruck, dass Sie einigermaßen zufrieden sind. Und wenn das so ist, was ich natürlich sehr hoffe, dann rechtfertigt dies sicherlich nicht zuletzt, dass ich jetzt denjenigen besonders herzlich danke, die vor allem diesen Kurs organisiert und durchgeführt haben. An der Spitze zunächst das Akademische Auslandsamt mit Frau Schade und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich danke ebenfalls besonders herzlich dem wissenschaftlichen Betreuer des diesjährigen Kurses, Herrn Professor Günther Oesterle, der hier vorne sitzt, den kennen Sie alle. Ich danke allen Kollegen, allen Professoren, allen wissenschaftlichen Mitarbeitern, allen Studentinnen und Studenten der Universität, die in diesem Kurs aktiv mitgemacht haben und die verschiedenen Kurse so gut sie konnten und ich bin überzeugt davon, nach bestem Wissen und auch mit großem Engagement durchgeführt haben. Ich freue mich, dass der Kurs so international ist. Hatten wir schon mal mehr Länder vertreten als 20? 21. Und ein exotischer Japaner war der 21. Und wir freuen uns auch, dass die Öffnung nach dem Osten dazu führt, dass die Teilnehmer aus osteuropäischen Ländern jetzt verstärkt an diesem Kurs teilnehmen. Die Universität Gießen, nach einem ihrer großen Wissenschaftler, Justus Liebig, benannt, ist nach heutigen Maßstäben eine mittelgroße. Aber wir haben im letzten Wintersemester, erstmals 22.000 Studenten erreicht und die Studentenzahlen nehmen in jedem Jahr zu. Ohne dass unser Personal zunimmt, weder in der Wissenschaft noch in der Verwaltung, ohne dass die finanziellen Mittel zunehmen, ohne dass die Universität ordentlich ausgebaut wird. Diese Universität ist personell, finanziell etwa und räumlich für 12.000 Studierende ausgelastet. Wir haben 22.000. Das bedeutet, dass wir eine enorme Überlast haben für alle, die hier lehren und die ja auch noch forschen sollen. Und deshalb nochmal ein besonderer Dank an die, die dann auch während der Semesterferien sich in einem solchen Sommerkurs noch engagieren und dort mit dozieren. Ihnen allen wünsche ich zunächst einmal einen schönen und angenehmen, anregenden Abend. Die Gespräche, ein Teil der Gespräche, die Sie vermisst haben, so wie ich hier gelesen habe, können Sie vielleicht heute Abend nachholen. Und wenn Sie dann nach Hause fahren, das wird heute Abend noch nicht sein, dann wünsche ich Ihnen auch eine gute Heimkehr. Danke sehr. So, als nächstes möchte ich Ihnen gerne unseren nächsten Gastgeber vorstellen, Herrn Professor Oesterle, der den Teilnehmern einiges nahegebracht hat, aber etwas besonders Wichtiges, dass Deutsche nicht gleich Deutschen sind und der vehement für eine schwäbische Identität in der Deutschen eingetreten ist. Bitte schön. Ich war schon oft in der Gelegenheit, in der Misslichkeit, nach unserem Präsidenten reden zu müssen. Da kommt man immer in die Situation, zuerst ein Brillant und dann ein Halbedelstein. Als ich weiß nicht, ob Sie den Roman Parfüm gelesen haben, diesen Ich hab davon was. Man könnte mir die Augen zubinden und in ein Institut oder in ein Amt, es kann durchaus das Auslandsamt sein, führen, ich wüsste, was da los ist in dem Amt. Und als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal ins Auslandsamt kam, Frau Schade war noch nicht lange da, da war mir völlig klar, hier ist Pep los. Kennen Sie den Ausdruck, hier ist was los, hier
geht was ab, hier ist Zug drin, hier ist Kooperationsbereitschaft, hier ist untereinander Hörbereitschaft, Zusammenarbeit. Und deshalb hatte ich mich überreden lassen, obwohl ich glaube ich sagen kann, dass ich in dem letzten Semester viel zu tun hatte, die Leitung, die wissenschaftliche Leitung im Grunde genommen so ein bisschen was nebenher, so ein Kränzchen nebenher zu bilden. Dem Konferenzier würde ich aus diesen Gründen, weil das so schön ist, weil die Zusammenarbeit so schön ist, vorschlagen, so viel mehr kann ich dazu nicht als Dankeschön sagen, dass man vielleicht so als Leitmotiv dieses Abends wählen könnte, als vielleicht Kalauer hat ein Leitmotiv, Frau Schade, es ist schade, dass wir aufhören müssen. Wo ist sie denn? Ich war extra in Wutsch, liebe Frau Schade, um zu lernen, wie man das jetzt macht, nämlich so. Ach, bitte schön. Der Präsident liebt mir immer sozusagen nicht zu erzielen. Aber in Wutsch habe ich gelernt, die Österreicher hauchen auf die Hand und die Polen schmatzen. Und ich habe dir jetzt einen polnischen Fuß gewählt auf die Hand, also einen echt schwäbischen Schmatz. Zeitalter der Emanzipation, darf ich Ihnen nämlich zu Ihrem Geburtstag, den Sie heute haben und den Sie uns verheimlicht haben, diesen Strauß geben und Ihnen alles, alles Gute wünschen. Und hier haben wir schon den Dirigenten. Oder, Pianisten. Es war mir eine ganz große Freude, in diesem Jahr mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es hat großen Spaß gemacht, würde es gerne wiederholen. Wiederholt habe ich hier 4 Sommerkurse und auch dieser Sommerkurs hat mir wieder Spaß gemacht. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Die internationale Gesellschaft setzt sich immer ein bisschen anders zusammen. Wir haben versucht, unsere Erfahrungen einfließen zu lassen und Ihnen aus der vorangegangenen kritischen Würdigung des Kurses noch mehr zu präsentieren. Ich habe das Gefühl, dass es von Ihnen sehr gewürdigt worden ist, bin Ihnen deshalb sehr dankbar. Mein Kompliment geht an den diesjährigen Sommerkurs. Sie selbst haben schon geschrieben und ich habe es hier und da gehört, dass Sie insbesondere die Arbeit, die Präsenz, das Engagement der Tutorinnen und Tutoren zu schätzen wissen, oft bedauert haben, dass Sie nicht noch mehr da sind, eigentlich auch aus ein bisschen sichtbarem Mangel an eigentlichen Studierenden, die nun mal in den Semesterferien wechseln. Ich möchte dazu auch nicht versäumen zu erwähnen, dass sehr viel anderes, das kommt dann im späteren Verlauf des Abends nochmal im Detail, aber sehr viel anderes auch, insbesondere aber die Gestaltung dieses Abends, vom Detail bis zum ganz Großen, nur und ausschließlich den Tutorinnen und Tutoren oblag. Und ich es deshalb auch, hier ist noch eine Spinnewiese, aber da könnt ihr nicht tun, deshalb auch ausgesprochen angemessen finde, dass nicht einer von uns etablierten, sozusagen professionellen, durch das Programm führt,
sondern, wie Sie es auf dem Programm lesen können, durch das Programm dieses Abends, meine Damen und Herren, führt Sie unser charmanter Conferencier Matthias Liebe-Kleinmann und ich übergebe an ihn das Wort. Ja, danke schön. Ich bin ja sehr gerührt. Also eine kleine Probe des musikalischen Könnens des Sommerchors haben Sie jetzt alle schon bekommen. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhören, die 4 Wochen lang mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Elan geübt haben, hier zu singen. Und da ist ein ganz erstaunliches Programm dabei rausgekommen. Und um dieses Programm vorzustellen, möchte ich Ihnen gerne erstmal Norbert Kissel präsentieren. Norbert Kissel ist der Leiter des Musikworkshops und er wird Ihnen jetzt erläutern, wie der Abend heute musikalisch gestaltet wird. Bitte. Ja, wir können aber erst schon mal die Bühne betreten, also der Chor. Ja.